Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir kommen heute zur Hauptverhandlung am 29. August 2015. Die Sache Aytekin wird hier verhandelt und wir haben zwei nette Zeugen geladen, um über diesen Skandalschiedsrichter zu urteilen. Also ich habe so einen Hals, muss ich sagen. Moin, moin, liebe Mats Abber. Der HSV verliert 1-2 in Köln. Aber wie das geschehen konnte, darüber werden wir zu sprechen haben. Und wahrscheinlich sind unsere Gäste ein wenig reservierter als ich. Aber ich, wenn ich jetzt in Köln wäre, ich würde dem Herrn Aytekin schön mal das Fell über die Ohren ziehen. Aber gut, es ist egal. Wir sprechen heute mit zwei ehemaligen HSVern. Das ist einmal Tobias Homp, der neben mir sitzt. Ich habe es geschrieben im Blog. Er ist einer der Spieler, die 1987 für den letzten Titelgewinn des HSV sorgten. Er stand beim 3-1 gegen die Stuttgarter Kickers im Pokalfinale auf dem Platz. Neben ihm sitzt Detlef Spinke, Urgestein des HSV und einer, über den immer noch viel gesprochen wird, weil er eine Minute Einsatz hat in einem Bundesligaspiel für den HSV, aber zwei DFB-Pokalspiele und zwei Europapokalspiele und damit auch im Kader der Europapokalsieger von 1977. Vielen Dank, dass ihr beiden gekommen seid und dass wir jetzt gleich über das Spiel sprechen können in Köln. Wie immer vervollständigt Scholle unseren Halbkreis. Und ich muss ganz mal wertfrei fragen, Tobias, wie geladen bist du? Ja, also für den HSV ist ganz bitter. Es war lange Zeit das bessere Team, bis zum 1-0 auch völlig verdient geführt. Einzigen Vorwurf vielleicht gefallen lassen müssen, nicht noch effektiver aufs zweite Tor gespielt zu haben, weil Köln war eigentlich fast schon am Boden und dann, gut, 1-1, Ausgleich war noch sehr unglücklich, ein bisschen zu naiv rangegangen, aber der Elfmeter ist ein Skandal und da ist das Spiel entschieden worden, das muss man ganz klar sagen. Mit 10 Mann hat der HSV zwar noch alles versucht, aber diesen Elfmeter darf man nicht geben, so genauso die rote Karte nicht. Und das ist für die Mannschaft wirklich ganz, ganz bitter und schmerzhaft. In der Schlussphase, Detlef, waren noch zwei Elfmeter möglich beim HSV und auch für den HSV. In der 94. Minute spielte Risse, der Kölner Risse, den Ball mit dem Oberarm oder mit der Schulter aus dem Strafraum raus. Für dich auch ein Elfmeter? Absolut. Wenn man den ersten Elfmeter gibt, den man niemals geben darf, für mich eigentlich eine Unverschämtheit, dann hätte man diesen Elfmeter auf jeden Fall geben müssen. Ja. Und insgesamt muss ich natürlich auch sagen, bin ich genauso ungehalten wie du, weil so eine Schiedsrichterleistung in der letzten Viertelstunde ist schon skandalös. Insgesamt finde ich, hat der HSV das bis zur 75. absolut gut gemacht. Nicht unverdient 1-0 geführt. Hat einmal nicht aufgepasst über die vom HSV aus rechte Seite. Dadurch haben sie diese 1-1 bekommen. Ja, und das 2-1 oder 1-2 ist eigentlich eine absolute Frechheit. Ja. Scholle, erklär doch mal, wie du das gesehen hast. Die Szene für die rote Karte gegen Emir Spalc und die Elfmeterentscheidung von Aytekin. Ja, also relativ leicht. Ich kann ihn einfach wegschicken. Stöger, wir hatten uns ja über ihn auch unterhalten und alle haben gesagt, dass er ein guter Trainer ist und haben irgendwie einen sehr guten Eindruck von ihm. Ja. Der selbst sagt heute ganz klar kein Elfmeter. Also ja, ich könnte heulen, wenn ich ist das... Ist natürlich nach dem 2-1-Sieg auch leicht zu sagen, aber glaube ich das einfach, dass er so ehrlich ist, dass er es auch bei 0-1 gesagt hätte. Ja. Nein, aber es ist ein Skandal ist es nicht. Ein Skandal ist eigentlich... Aber egal. Der Elfmeter darf natürlich nicht fallen. Er läuft einfach und stolpert über seinen eigenen Ball. Also er hat den Ball Er tritt auf den Ball. Modest. Genau, und kommt da ins Straucheln. Und bleibt... Lässt sich dann noch ein bisschen fallen, weil er so vielleicht so ein bisschen den Hauch einer Hand am Rücken gespürt hat. Oder Spalc will sich nur abstützen, um nicht auf ihn aufzulaufen. Auf jeden Fall kommt er nicht dadurch zu fallen. Das ist schon mal klar. Genau. Und deswegen ist es auch nicht der Elfmeter. Es kann kein Elfmeter sein. Ja. Das ist eine wirklich skandalöse Entscheidung gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also Aytekin hat jetzt nicht die 3 Punkte gestohlen, die hat der HSV sich leider selber wieder verschenkt, indem wir sie nicht aufs 2-0 gehen, indem Gregoric außen pennt, Diekmeier zu langsam rausgeht und 5 gegen 1 in der Mitte nicht reichen. So, da fängst du auf einmal ein 1-1 aus dem Nichts. Das war auch bescheuert. So, aber trotz allem hat der HSV heute ein sehr vernünftiges Spiel gemacht und kriegt dann durch so einen Elfmeter am Ende sogar noch eine Niederlage eingeschenkt. Ja. Und
Und das ist das Skandalöse an der ganzen Geschichte. Wenn Aytekin, wie fast alle Schiedsrichter gerne mal machen, wenn man eine Entscheidung hat, die so kritisch war, ja, wo man weiß, man wird danach auf jeden Fall auf den Prüfstand gestellt, dann geben sie ja gerne mal diese Konzessionselfmeter. Und das wäre noch nicht mal einer gewesen. Das heißt, es war ein ganz, ganz klarer Elfmeter von Risse. Denn Risse geht auch noch so hin. Das heißt, er bewegt die Schulter und den Arm dahin, kriegt ihn oben. Ganz klarer Elfmeter. Und das sieht er nicht. Also ja. Aytekin heute trotz Ostscholik der mit Abstand schlechteste Mann auf dem Platz. Ja, ist so. Tut mir ja, okay. Ihr beiden habt nun, wir haben alle ein bisschen Fußball gespielt, ihr ein bisschen höher als wir beiden. Ihr habt das oft genug erlebt. Wie kann man mit so einer Fehlentscheidung und mit so einer Niederlage dann leben? Wie sitzt man jetzt im Bus auf der Heimfahrt und wie verbringt man die Nacht? Ja, also man ist maßlos enttäuscht natürlich, weil man weiß, man hat ja mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar einen Sieg verdient gehabt. Aber das Gute daran ist, daran sollte man aufbauen. Wenn in den anderen beiden Spiele gegen München und Stuttgart, da war es eine klare Leistungssteigerung und die muss Mut geben, auch fürs nächste Spiel gegen Mönchengladbach. Man hat gesehen, wenn man gut kompakt steht und immer wieder, auch gerade in der zweiten Halbzeit, mutig nach vorne spielt, wie gefährlich man dann sein kann. Und so ein Isidovic, der hoffentlich jetzt auch mal über längere Zeit gesund bleibt, mit so einem schnellen Mann hat man immer wieder Möglichkeiten, genug kreativ ins Spiel zu bringen. Schiplock, der arbeitet, bis er nicht mehr kann. Das sind wertvolle Spieler, die natürlich auch dafür sorgen, dass dem Gegner immer schwerer gemacht wird. Ne? Mhm. Und eine klare Leistungssteigerung über den letzten beiden Spielen, nur leider ohne zielbaren Erfolg. Aber ich denke, das sollte jetzt natürlich ist erstmal schmerzhaft und das wird auch nicht ein Gegenstand sein, aber das sollte Mut machen für die nächste Woche. Ja, Quervergleiche hinken ja, Detlef, aber in der vergangenen Woche hat Wolfsburg war eine Halbzeit lang total unterlegen in Köln und wurde von den Geißböcken da beherrscht und auch vielleicht ein bisschen an die Wand gespielt. Also, und heute fand Köln gar nicht statt. Lag das am HSV? Ja, das finde ich. Also, ich denke mal, im Gegensatz zur letzten Serie hat man das Gefühl, dass da eine Einheit auf dem Platz ist, dass von hinten bis vorne, sage ich einfach mal, man ziemlich kompakt steht. Ich habe auch das Gefühl, dass du den Spahic, den ich heute für sehr gut befand, eine unheimliche Ruhe hinten eingekehrt ist. Abgeklärt ist er, der steht auch immer sehr gut. Also das lag zum großen Teil einfach am HSV heute, weil die nach hinten sehr gut gearbeitet haben. Alle Mann, wenn ich vorne den Chiplock sehe, den ich eigentlich noch gar nicht so richtig beurteilen konnte wegen Hoffenheim, aber läuferisch ganz stark, muss ich sagen. Also eine tolle Sache. Gregoritsch, den meine ich auch, sage ich einfach mal, wirkt ein bisschen träge. Er ist zwar ein guter Fußballer und er ist auch einer, der viele Bälle, die hochkommen, gut verarbeitet, gut ablegt, aber ich finde, dem fehlt so ein bisschen das Temperament. Und ja, ich sag mal, beim 1-1, wenn er da ein bisschen aufgepasst hätte, ein bisschen zügiger mit nach hinten gegangen wäre, dann wäre dieses Tor wahrscheinlich nicht passiert. Du hast natürlich recht, Diekmeier hätte auch aggressiver rausgehen müssen. Auf der anderen Seite ist es so, sie standen im Zentrum mit genügend Mann. Und auch Kleber hat da vielleicht nicht ganz Kleber glücklich hätte, ausgesehen. Hätte ne? durchlaufen müssen ja, und zum Ball gehen müssen. Ne? Aber und wenn du das, nur zusehen müssen. Ne? Wenn du das sagst mit letzte Woche Wolfsburg, ich fand, der HSV sollte aus diesem Spiel viel Positives mitnehmen können, weil so kompakt habe ich sie eigentlich im letzten Jahr kaum gesehen. Ja. Und auch außerhalb, schade ist einfach nur, dass sie nicht auf das zweite Tor gespielt haben. Es ist natürlich auch eine Niederlage, die jetzt dem die tut Zusammenhalt, weh. Ja gut, aber die dem Zusammenhalt jetzt nicht unbedingt wehtut. Also ja. Alle wissen ganz genau, dass das eine unverdiente Niederlage war. Alle wissen, dass das auch nicht ihre Schuld war, außer das 1-1. Das nehmen wir da mal komplett raus, das war dumm und wirklich selbst verschuldet, aber ansonsten war es eine Niederlage, die halt vom Schiedsrichter eigentlich mehr herbeigeführt wurde und das kann auch noch mal ein bisschen zusammenschweißen, weil, ne, wie gesagt, es ist die schönere Niederlage in Anführungsstrichen, auch wenn sie natürlich deutlich ärgerlicher ist. Also ich muss dazu sagen, ich habe es auch geschrieben und ich muss es aber wirklich mal in aller Deutlichkeit loswerden. Wenn es ein Elfmeter gewesen wäre, würde ich hier sitzen und sagen, es war einer. Ja. Aber das ist der lächerlichste Elfmeter, den ich seit Jahr und Tag mal gesehen habe. Und da seid ihr doch hoffentlich alle bei mir. Also ich kann das gar nicht fassen. So ein Mann muss doch aus dem Verkehr gezogen werden. Oder irre ich mich?
Naja, so ja, also Aitekin und der HSV ist auf jeden Fall keine Liebesbeziehung. Das kann man schon mal festhalten. Also ich finde, dass er den einen oder anderen nicht aussetzt, aber zumindest sehr viele komische Entscheidungen hatte, die nicht für den HSV aber entschieden wurden. Aber bis dahin hat er eigentlich ganz gut gepfiffen. Und so ich finde ihn auch sonst sehr gut, muss ich sagen. Ja. Also um mal eine Lanze für ihn zu brechen. Ich finde ihn eigentlich sonst sehr souverän in seinem Auftreten und er ist nicht übermäßig mit. Was für mich der eigentliche Skandal war, ist dieses incestuöse Decken der Schiedsrichter untereinander. Ja. Da wird ein Gagelmann zugeschaltet und hat sogar noch die Möglichkeit, sich das in Zeitlupe nochmal anzugucken. Ja. Und der Blinde hat nichts anderes vor, als zu sagen, ja stimmt, war schwer zu sehen, aber da sieht man die Hand und unten trifft er das Bein. Also der erzählt auch noch Dinge, die falsch sind. Ja. Das hat so ein bisschen was wie Fassbinder früher, wenn er abseits erklärt, wo siehst du, oh ja, da sieht man es ja. Und das haben wir ganz klar gemacht. Aber einfach mal einen Fehler einsehen, einfach mal sagen, stimmt, das war scheiße, habe ich schlecht gesehen. Ich weiß auch nicht, was Aitekin selber sagt. Ja. Das wäre auch nochmal interessant. Oder interessant wäre auch, was der Linienrichter sagt, den dürfte man auch mal befragen. Der stand auf Höhe, zwei Spieler waren nur da im Zweikampf. Der konnte von der Seite auch richtig gut sehen. Leider konnten wir nicht sehen, ob er gewunken hat oder nicht. Ja, das konnten wir nicht sehen. Also wir konnten das ein bisschen sehen und die Fahne war nach unten. Also aus unserer Perspektive, keine Ahnung. Ja. Können wir nicht beurteilen. Mir fiel spontan eine Szene aus der vergangenen Woche ein. Da ging es auch um Elfmeter oder nicht. Und da wurde Max Merkel wurde gerade zugeschaltet, Markus Merk zugeschaltet, der Oberschiedsrichter, Peter Gagelmann. Ich hoffe, er wird dir den Blinden verzeihen jetzt, weil ich Peter Gagelmann eigentlich immer sehr geschätzt habe. Aber was sollen diese ganzen Schiedsrichter, diese Schiedsrichter wissen alle, dass Markus Merk sich schon längst ins Abseits gedribbelt hat. Ja, und jeder neue Schiedsrichter, der über einen anderen Schiedsrichter herfällt, dribbelt sich auch ins Abseits. Also kann der doch gar nichts anderes als nur lügen. Halten. Eben. Soll aber er die Klammer halten? Ich finde das so pervers von den Fernsehsendern, solchen Schiedsrichter denn so einzusetzen und zu sagen, jetzt erklär mal, warum das doch ein Elfmeter gewesen ist. Aber Entschuldigung, das sehe ich jetzt anders. Ich würde schon sagen, dass es okay ist, wenn du den Schiedsrichter fragst und er es mitmacht. Dann ist es seine Entscheidung. Aber welcher macht das? Wer kann es denn fachlicher beurteilen, normalerweise? Also rein von den Basisvoraussetzungen. Also wer kann das denn? Wir nicht. Das kann Schiedsrichter besser. Dass natürlich am Ende so ein Scheiß dabei rumkommt, ist doch klar. Merk ist doch auch jetzt nur kritisch, weil er weiß, er hat eh schon verloren. Der hat doch vorher auch immer der seine... Der kommt ja auch gar nicht mehr in die Stadien. Nein, der sitzt da hinten in Kaiserslautern in seinem Bunker und... Du bist doch mit den Schiedsrichtern auch gut. Du brauchst doch nur mal den einen oder anderen anrufen. Die haben alle so also, einen Hals, was Merk betrifft. Nach so einem Skandal-Elfmeter, muss ich sagen, bin ich nicht mehr mit dem Schiedsrichter gut. Da kann ich gar nicht mit dem Schiedsrichter gut sein. Ich habe wirklich... Oh, ich könnte explodieren. Ich wollte auf Merk nochmal sagen, der hat in der vergangenen Woche vor dem Bundesligaspiel Tag... bevor das angepfiffen worden ist, da wurde er gefragt irgendwie, ob die Schiedsrichter etwas gegen Spalch hätten, weil der ja nun wirklich sich am Rande der Legalität bewegt. Hat. Und er hat gesagt, nein, kein Schiedsrichter der Welt hat irgendetwas gegen einen Spieler. Die gehen alle unvoreingenommen in das Spiel und das kann man gar nicht als Schiedsrichter, das muss was ausschließen und so. Ich hatte heute das Gefühl, dass der Spalch war doch lahm wie eine, zahm wie eine. Genau, lahm war nicht. Das zahm, ja. Zahm war, ja. Fair. Ihr müsst das gleich übernehmen für mich, sonst platze ich hier genau, wirklich. Nennen wir es einfach nicht. Sehr fair. Aber der ordnungsgemäß gespielt total. Bis dahin und dann zückt er gleich eine rote Karte. Mensch, Aitekin, gib deine rote Karte, dein Schiedsrichter-Scheiß zurück. Also nach so einem Ding würde ich mich einbuddeln und nie wieder pfeifen. Wirklich, nie wieder. Ja, so. Wir können ja jetzt auch gespannt sein, wie viele Spieltage gesperrt werden. Das ist eine Katastrophe. Also wenn die natürlich bestimmt, auch noch sagen, das ist das, was ich so incestuös finde, was ich einfach dramatisch finde. Dass so dieses Blinde sich gegenseitig schützen. Ja. Weißt du, sich auch dieses, was du eben sagtest, mit dem keiner hat was gegen den Spieler XY. Also alle wissen, wie wer tickt. Die kennen die Leute, wenn die jahrelang in der Bundesliga spielen. Natürlich. Und die können doch gar nicht so übermenschlich sein und das einfach mal ausblenden. Wer kann denn das? Das kann kein Mensch. Verlangt ja auch keiner. Das kann auch keiner verlangen, natürlich nicht. Du weißt, wer wie tickt. Aber wie gesagt, egal, lass uns mal nicht mehr über den Schiedsrichter reden. Das ist jetzt. Scholle hat eben gesagt, also er war noch schlechter als Oscholek. Ich habe Oscholek heute gar nicht mal so schlecht gesehen, Scholle. Aber wir haben ja hier einen Linksverteidiger sitzen, einen ehemaligen Hombi. Du hast das jahrelang beim HSV gespielt. Wie bist du mit deinem Nachfolger zufrieden? Und hättest du heute, so wie Scholle es eigentlich erwartet hatte, hättest du mit Sakai da hinten gespielt?
Gut, da bin ich zu weit weg, aber ich fand generell, da ich der HSV so gut stand, ist gar nicht so aufgefallen, dass Oczolek, was bei Oczolek eben aufgefallen ist, in diesem Spiel, er hat kaum Akzente nach vorne gesetzt, während Diekmeyer ja doch wirklich viel versucht hat, auch wenn ihm man die Sache nicht so gut gelungen ist, aber hat man gesehen, mit der Geschwindigkeit, wenn sie mal die einschaltet, wurden Ecken erzwungen, wurden auch gefährliche Vorschüsse erzwungen, und das war bei Oczolek auf der linken Seite nicht der Fall, aber ich fand nicht, dass er so schlecht gewesen ist, dass er da abgefallen ist. Also defensiv fand ich, war das im Verbund mit dem anderen Abwehrspielern? Hast du meine Einzelkritik gelesen? Hey. Nein, aber jeder hat seine subjektive Einschätzung von dem Spiel, ist doch ganz klar. Meine Wahrnehmung. Er ist da defensiv nicht abgefallen. Was mir wünsche nach vorne, waren da null Impulse. Das ist vollkommen richtig. Ich finde gerade auch, wenn wir beiden Seiten spielen, ich gebe auch zu, dass in meiner Bewertung wichtig. Heute die letzten beiden Spiele noch ein bisschen mitschwingen, ist klar. Also das gebe ich zu. Also er war jetzt heute nicht so schlecht, dass man ihn so herausheben müsste, negativ, wie ich es gemacht habe. Nur man weiß eben, was er in Augsburg geleistet hat. Und da ist man natürlich schon verwundert, auch so fand ich ihn wirklich gut und fand auch gut, dass der HSV ihn verpflichtet hat. Und bisher konnte er den Nachweis nicht so richtig erbringen, warum der HSV ihn geholt hat. Das Gute bei Labbadia ist halt, er hält lange an den Leuten fest und vielleicht zahlt es sich am Ende aus. Ich fand das heute, das Spiel, das war wirklich das beste Spiel bisher in der Bundesliga. Gut, es ist erst der dritte Spieltag, aber trotz allem war das sehr ordentlich, fand ich. Auch also Ekdal hat an dem er da festgehalten, gegen alle Widerstände, und der ist auch besser ins Spiel gekommen, finde ich. Mhm. Also, ja. Jung, gut, der hat jetzt heute erste Halbzeit wieder ein bisschen Probleme gehabt, den hat er dann ausgewechselt, ich weiß nicht, ob verletzt oder aus Leistungsgründen. Ich glaube eher aus Leistungsgründen diesmal, kann weil sein, das Spiel war deutlich zu schnell für ihn. Ja, und von dem Jungen muss man auch noch nicht erwarten, dass er jedes Spiel überhaupt jetzt nicht. Mindestens überhaupt 45 nicht. Überragende Minuten spielt. Deswegen finde ich es auch gut, dass Labbadia an seinen Leuten festhält. Ja. Wir haben doch alle uns drüber aufgeregt, dass in der vergangenen Saison 28 Spieler beim HSV zum Einsatz gekommen sind. So viel 31 sogar. 31. Bei allen anderen waren das erheblich weniger. Also wenn Labbadia jetzt Kontinuität in seine Aufstellung reinkriegen will, so kann das eigentlich nur förderlich sein. Ja. Glaube ich jedenfalls. Glaube ich auch. Ich glaube auch gerade Viererkette, also auch wenn man jetzt mit Sakai hätte rechnen können, weil Oczolek auch die halbe Woche nicht trainiert hat, dann gestern beim Abschlusstraining immer wieder mal draußen war, also am Rand stand und gar nicht mitgemacht hat. So, deswegen hatte ich halt damit gerechnet, dass er Sakai bringt heute, weil Oczolek vielleicht auch angeschlagen ist. Aber wenn er ihn mitnimmt und er fit genug ist zum Mitfahren, dann kann er ihn auch spielen lassen. Das stimmt. Und ich glaube, dass gerade die Viererkette über die Gewöhnung untereinander sich in der Leistung insgesamt steigert. Das heißt, genau wie du sagst, dass der Verbund stärker wird. Als wenn du da vier richtig Top-Leute immer wieder durcheinander würfelst, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also ja, insofern ist das vielleicht nicht verkehrt. Heute hat er im Prinzip ja auch nur Juhu ersetzen müssen. Und du musst im Prinzip das andere erstmal lassen. Es sei denn, du merkst, es funktioniert nicht. Ja, aber sonst wirfst du zu viel durcheinander. Es war ja nicht so schlecht, dass man jetzt alles über den Haufen schmeißt und sagt, jetzt sortiert er drei aus und bringt drei neue. Sie hatten ja gewonnen gegen Stuttgart. Also da kann man ja auch mit gewisser Euphorie dann mitnehmen ins nächste Spiel. Und also hätte er viel gewechselt, würden seine Kritiker oder es bestand ja kein Grund in dem Sinne. Genau. Wieder über ihn herfallen. Also alles in Ordnung. Und ich finde auch, das passt dazu, wenn du ja sagst, Jung zu ihm zu stehen, dann gilt das für Gregoritsch genauso. Also der hat gegen Stuttgart ganz gewiss nicht gut gespielt, aber er hat ihn drin gelassen. Heute fand ich ihn besser als gegen Stuttgart. Immer noch nicht so, aber Mensch, der Junge, der ist noch jung und kommt aus der zweiten Liga. So ist es, genau so ist es. Darf man nicht vergessen, er kommt aus der zweiten Liga. Was für ein Bauspiel, der Gregoritsch ist noch jung. Wir reden über Jung, ja gut. Ja, wunderbar. Ja. Jetzt ist René Adler auf die Schulter gefallen und raus. Hm. Wie hast du diese beiden Szenen gesehen? Ja, wo er da zweimal rausgekommen ist, war das ziemlich... Das sah nicht so souverän aus in meinen Augen. Ziemlich, also das war nicht souverän. Es war einfach rein in den Haufen, Fäuste raus und mal gucken, was passiert. Und ich glaube, da hat er sich auch ein bisschen bei verletzt. Nicht nur er hat sich verletzt, Modest hat sich dabei verletzt, Kleber hat sich dabei verletzt. Ja, die waren natürlich unglücklich. Nur auf der anderen Seite ist es so, sagt man, wenn du gar nicht rauskommst, passiert nichts. Also hau dich mal da rein. Da hat er aber vielleicht auch in der Vergangenheit das ein oder andere Mal schon ein Problem gehabt. Das ist nicht unbedingt seine Stärke. Ja. Muss man einfach so sehen. Ja. Aber der Nachfolger hat es doch... Ja. Fand ich relativ ruhig, entspannt gemacht. Ne? Ja. Also, außer dass er zweimal hinter sich greifen musste, weil er nichts machen konnte. Nee, genau. Das wollte ich sagen, da kann gar nichts zu machen. Wenn Tobias eben über den linken Verteidiger gesprochen hat, dein Freund ist ja der rechte Verteidiger des HSV. Sag mal einen Ton zu Dennis Diekmeyer heute. Also das mit dem Freund war ein bisschen ironisch gemeint von dir. Ich bin nicht unbedingt ein Fan von ihm, weil ich
Weil ich einfach sage, dass das aus dem, was er macht, zu wenig rauskommt. Also er ist einer, der rennt die Linie teilweise rauf und runter. Neigt aber immer dazu, immer wieder quer nach hinten zu spielen, anstatt vielleicht mal das Heft in die Hand zu nehmen, eins gegen eins zu spielen. Er ist ja nicht so langsam. Er behauptet von sich selbst, dass er ein schneller Spieler ist. Er muss viel öfter, wenn er eins gegen eins spielen kann, muss er versuchen, sich mal durchzusetzen nach vorne. Und das Problem beim HSV ist ja nicht nur links, es ist auch rechts, dass wir über die Außenposition nach vorne einfach zu wenig Druck entwickeln oder links, dass wir uns mal durchsetzen über außen. Ich meine, wir haben das erste Tor gesehen. Ja. Das erste Tor ist wie passiert. Es war im Prinzip über außen. Das hat zwar hier unser Schiplock gemacht, aber man sieht ja, wenn man so ein bisschen über außen kommt, welche Gefahr daraus entstehen kann. Und Diekmeier ist für mich ein Spieler, der mir auch zu viel, wenn ich das so sagen darf, Alibi spielt. Aber wird zu ihm nicht eine Formverbesserung in dieser Saison? Ja, doch, da gebe ich dir recht. Er ist auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, ein bisschen energischer insgesamt. Man merkt auch, dass das betrifft aber, glaube ich, auch die ganze Mannschaft, nicht nur ihn, dass mehr miteinander gesprochen wird. Ja. Ich habe das Gefühl, dass sie sich untereinander mehr unterhalten, dass der eine dem anderen hilft. Bei Diekmeier ist einfach so, da sind die Möglichkeiten, finde ich, auch begrenzt. Ja, mehr miteinander oder untereinander sprechen. Du hast unter dem großen Ernst Happel trainiert. Hat der da irgendwie als Trainer Einfluss genommen? Weil Bruno Labbadia versucht gerade in diese Richtung viel seine Mannschaft hinein zu pressen, dass das da mehr passiert untereinander. Was hat Happel gemacht? Hat er überhaupt was gemacht? Nein, Happel hat das genaue Gegenteil von Wanne-Libia. Nur mal vergessen, damals, wie viele gestandene Spieler hatten wir. Ne? Ich stand mit Dietmar Jagers auf dem Platz, Uli Stein, Felix Magath, Wolfgang Rolfer da, Thomas van Heesen. Das sind so viele Leute, die so viel Erfahrung hatten. Die wussten genau, wie der Fußball funktioniert. Und wir konnten von den erfahrenen Leuten profitieren. Da war es für einen jungen Spieler wesentlich einfacher, in die Mannschaft zu kommen, weil du hattest feste Größen. Du wusstest genau, die bringen ihre Leistung und du bist viel weniger Spiele 10 gekommen als jetzt, wo du eben wirklich auch entwickeln musst. Und wir hatten ja auch Führungsspieler damals, wo sie beim HSV oder der Sparge versucht jetzt in die Rolle vielleicht reinzuschlüpfen. Aber im letzten Jahr haben wir gesehen, wer war dann Führungsspieler? Wer hat dann mal versucht, dann da wirklich aufzupushen als Mentor auf dem Platz, aber auch dann in einer Art und Weise, wie er spielte. Und die Leute fahren ja auch nicht vom Baum. Und wenn du dann mit so viel erfahrenen, guten Spielern zusammenspielst, dann macht das natürlich alles fies nicht leichter. Und da musst ich du als glaub, Trainer das war auch nicht, eine andere Klasse. Da musst du, wollte ich gerade sagen. Ja, aber Delef, wenn du solche Spieler hast und, also ja. Stars, sage ich mal, richtige Stars, wie Tobias sie eben aufgezählt hat. So einen hatte der HSV in den vergangenen Jahren ja auch, ein Weltstar namens Van der Vaart, nur von dem ist nichts gekommen. Es ist immer eine Sache der Mannschaft, glaube ich, oder der Hierarchie, natürlich, dass solche Spieler, solche gestandenen Leute, die Jungen an die Hand nehmen und führen. Und das Verhältnis damals war eben so, dass viele gestandene Spieler viele mehr in dieser Mannschaft waren, als junge Leute zukamen. Und deswegen funktionierte das auch so, ne? Ja, früher hattest du eine starke Mannschaft und einen starken Trainer, weil der Trainer war ja nun völlig außerhalb jeder Zweifel. Ne? Also der durfte ja gar nicht angegangen werden. Also ich glaube, es hätte er gar nicht zugelassen. Und jetzt hast du es tatsächlich so, finde ich, zumindest mal das Gefühl, dass du einen relativ starken Trainer hast. Zumindest was jetzt die Wirkung auf die Mannschaft betrifft. Und die Mannschaft ist qualitativ jetzt von den Fußballern her, finde ich, nicht besser als letztes Jahr. Ist sie nicht. Also durch wen? Durch Ekdal? Okay, der macht es ordentlich, aber ist nicht viel besser. Gregoric ist, haben wir gesagt, ist noch nicht da, wo er hin soll. Also Schiplock, okay, der macht ein bisschen mehr Dampf vorne als der Socker, das stimmt schon, aber ansonsten ist es wirklich nur das Kollektiv und nur die Stimmung, die Labbadia hier wirklich reingebracht hat und die das Ganze ein bisschen gefestigter wirken lässt, zumindest jetzt. Ja. Wie, und darauf setzt man. Wie beurteilst du heute Luis Holtby, den ich besser gesehen habe als in den beiden ersten vorangegangenen Spielen, was keine Kunst ist, aber würdest du auch an ihm festhalten wollen? Naja gut, jetzt wo er getroffen hat und kannst ihn ja kaum rausnehmen, kannst ihn ja nicht immer spielen lassen. Und vor dann dem raus, Spiel hätte ich... Vor dem Spiel, gut, er stand zur Disposition, finde ich schon. Also es gibt Möglichkeiten, da auch mit anderen Spielern zu spielen. Viele verstehen nicht, warum Stieber nicht mal eine Chance bekommt und immer wieder Holtby da spielt, aber Holtby ist halt etwas robuster noch und etwas laufstärker sogar noch als ein Stieber oder andere. Und darauf hat er lange Zeit gesetzt. So, Holtby spielt ja auch nicht einmal das, was man von einem Zehner eigentlich denkt, sondern der läuft eigentlich mehr hinter die Mittellinie als vor die Mittellinie. Er spielt nicht den entscheidenden Pass nach vorne, sondern soll eher hinten mal einen Ball holen wieder. Und
so ist es halt bei ihm, nicht das Spiel, was man vom Zehner erwartet und auch nicht so auffällig. Aber heute hat er es ordentlich gemacht, zumindest hat er seine Zweikämpfe gewonnen und Bälle geschleppt und am Ende trifft er sogar noch. Also klar, schön, ja. Heute hat er auf jeden Fall sein bestes Spiel gemacht. Ja, ist ein Zehner heute noch zeitgemäß, Tobias? Hast du in deinen Mannschaften, du bist ja noch Trainer, jetzt bist du Neutrainer bei Henschel Ulzburgs Frauen in der zweiten Bundesliga. Hast du auch noch einen Zehner? Ja, ich habe einen verkappten Zehner. Ich habe aber zwei sehr gute Stürmerinnen, aber ich möchte nicht bewusst mit zwei Spitzen spielen. Ich möchte, dass sie variabel spielen, gerade wenn ich schnelle Leute habe, die sie dann kurz anbieten, für einen Gegner viel schwerer zu verteidigen. Ja, was beim HSV fehlt, ist eben so ein Ljusevic, der hat es heute gezeigt, aber davon noch einen mit so einer Geschwindigkeit, mit so einer technischen Fähigkeit, die im Tempo-Dribbling ins Mittelfeld kommen. Und das hat man gesehen, wenn die Räume da sind. Ljusevic war der zweite Halbzeit teilweise überragend. Da fehlt einem HSV noch einen. Das ist noch ein in dem Bereich verpflichten, der kreativ ist, technisch gut ist und schnell. Es muss ja kein Weltstar sein. Ich kann mir vorstellen, es gibt genug junge Leute, die man natürlich aufbauen muss. Aber die Geschwindigkeit, und da hat der HSV ein Riesenproblem. Du hast wenig Spieler, die richtig schnell sind. Und gerade im Bereich, wo es torgefährlich ist, brauchst du die. Guck dir Bayern München an, der Costa gegen HSV alleine aufeinander gespielt, ohne dass er Bayern groß gespielt hat. Ja, aber gut, als in der Kraft nahen Räume da sind und dann hast du Spiele, die 1 gegen 1 sind, was Dilev sagte, kommst du rück mehr Abwehr und dann bist du schwer zu verteidigen. Und dann schießt du Tore, die du normal nicht erzielen kannst, weil du dann den Flügel. Guck dir mal Leverkusen an. Ja, Bellarabi. Das ist ein Beispiel. Einfach, die haben schnelle Spieler, die können gut kontern. Und wenn der HSV heute vielleicht etwas schnellere Spieler hätte, ich denke mal, dann hätte man das zweite Tor vielleicht machen können. Aber der HSV hat es nicht. Damit müssen wir leben. Und ich finde, insgesamt nochmal gehe ich nicht enttäuscht hier weg. Die einzige große Enttäuschung ist einfach die Schiedsrichterleistung. Und das Ergebnis. Und das Ergebnis genau. Natürlich daraus folgend. Und ich finde, die sollten mal diese Woche nicht zu viel grübeln, sondern einfach weitermachen. Ich fand auch Kleber zum Beispiel, wenn ich das mal so nebenbei sagen darf, der war auch heute... Bis zum 1-1. Ja, aber ich finde, ja, da hat er natürlich schlecht gestanden, aber er hat vorher immer mal diesen Leichtsinnspass gehabt oder hat sich so ein bisschen verdribbelt hin. Das ist ihm einmal passiert, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Aber das war ja nicht so schlecht. Man darf ja immer nicht vergessen, der hat nicht gespielt. Kommt rein. Und dafür, finde ich, hat er das ganz ordentlich gemacht. Und beinahe macht er das 2-2. Ja, das war natürlich auch noch Pech. Aber wie er das machen wollte, das... Ja, also, nee, wie Horst Rubisch, 82, aber der hat ihn reingemacht. Ja. Gegen Österreich. Genau. Ja. Ne? Ja. Erzähl mal, wie Horst Rubisch das 82 gemacht hat. Das weiß man bis heute nicht. Ja, man weiß nicht, ob es Kopf, Knie oder was auch immer. Oder mit dem genau. Irgendwie Bein, oder was auch immer, genau. Ja. Irgendwie hat er ihn rübergekriegt. Genau. Tobias, du hast eben Ljusevic für seine zweite Halbzeit gelobt. War das für dich nicht auch überraschend, dass er war schon seit einem halben Jahr oder länger auf der Liste von der Spieler, von dem sich der HSV trennen wollte, dass er jetzt noch geblieben ist? War das eine Überraschung für dich und wie findest du das? Ja, also es war schon eine Überraschung für mich, aber nur auf dem Grund, dass er so oft verletzt gewesen ist. Das war der Hauptgrund, weshalb der HSV ihn, glaube ich, abgeben wollte. Ansonsten ist er für mich der offensiv stärkste Spieler vom HSV mit Abstand. Der bringt alles mit, Geschwindigkeit, wenn wir die eine 10 nochmal einspielen würden, wo auf engstem Raum mit zwei Kontakten da den Gegenspieler vernascht und dann sauber mit der Außenriss zum Spieler. Aber es war natürlich Qualität. Dramatische Quote von Spielen und Verletztsein. Ja, das meine ich deswegen. Und deswegen war der entscheidende Punkt. Deswegen hat der HSV überlegt. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es in der Bundesliga noch irgendwo einen Verein gibt, der es zumindest kommuniziert hat, dass er einen Spieler hat, der leistungsbezogenen Vertrag hat. So wie es ja beim HSV gemacht wurde. Also das ist schon eine richtig gute Geschichte. Und das ist genau das, was Ilicevic vielleicht auch ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen kitzelt. Nochmal ein bisschen mehr auf seine Fitness achten lässt. Und vor allem, glaube ich, hat er mit Labbadia einen Trainer, mit dem er gut klarkommt. Genauso wie Lasogga. Ich meine, heute wieder reingekommen, der hätte bei jedem anderen Trainer hätte er rumgemault wie sonst was. Und heute kommt er rein, macht Dampf, gibt Gas. Er ist auch im Training wirklich gut. Also im Ernst, ist kein Deut langsamer als sonst. Entschuldigung, das ist ein doofes Wortspiel. Aber er ist kein bisschen weniger aktiv als vorher. Also macht voll mit. Da hat Labbadia tatsächlich einen ganz guten Zugriff auf die beiden auf jeden Fall. Und das bringt die Mannschaft weiter. Wenn der Konkurrenzkampf wirklich intensiv geführt wird, dann müssen die in der ersten Elf sind, auch sich viel mehr anstrengen. Und da hat man in den letzten Jahren nicht das Gefühl, dass es so der Fall gewesen ist. Dass dann irgendwie die Labbadia immer dachten, ja, ich spiele sowieso und hat vielleicht ein bisschen weniger vom Gas genommen. Und jetzt sieht man eben, auch in Lasogga weiß, ich habe hier einen Chiplock, ich muss was tun, um wieder zu spielen. Und Ulicic ist auf der Bank. Es ist natürlich nur schade, dass das erst dann dazu kommt. Ja, das ist richtig. Wenn neue Konkurrenz da ist. Könnt ihr das machen? Das ist ja eigentlich skandalös, oder? Ja. Also daran kann man ja sehen, irgendwas scheint ja manchmal bei den Fußballern oder wo auch immer nicht im Kopf zu stimmen. Also einer, der erstmal
für die Ablöse kann er nichts, aber ich glaube, der hat ein gutes Auskommen und ich würde da immer alles geben wollen. Selbst als Amateur war ich das auch gewohnt, wo ich Amateur gespielt habe, naja, immer alles zu geben. Das ist eine Voraussetzung für alles. Genau. Na, also ich glaube auch nicht, dass er das nicht will, aber ich glaube, er muss trotzdem gewisse Sachen überdenken, wie er sich gibt. Das gehört dazu. Also ich will dir mal was sagen, was mich am meisten stört, und da hätten die uns früher ausgezählt, die Trainer, das hatte ich, glaube ich, in der kleinen Runde schon erzählt, dass der sein Unterhemd da runterhängen oder raushängen lässt. Ne? Der hätte ich früher einen Einlauf gekriegt vom Trainer. Sieh zu, dass du dein Unterhemd da drin hast. Am besten ziehst du gar keins an. Ja. Ja, ist so. Ich kenne gar kein Unterhemd, muss ich sagen. Nein, aber das war nebenbei. Nein, ich habe nie ein Unterhemd oder ein Trikot gehabt. Gar nicht. Selbst wenn es so kalt war, habe ich das nicht runtergehabt. Nee. Weil man ging raus und dann man hat sich doch warm gelaufen, wie auch immer. So ist ich brauche kein Unterhemd. Also wer bei Detlef Spinkemann Warmachprogramm mitgemacht hatte, der brauchte auch kein Shirt. Also das war den. Ne? Ja. Das ist also der Felix Magger des Amateurfußballs. Ja, genau. Hallo. Also, Tobias Homp kann da mit reden, also weil deswegen, er hat mal unter Detlef Spinke trainiert. Ne? Deswegen durfte man nur zweimal statt dreimal trainieren. Du warst als Verteidiger oder Abwehrspieler schon ein harter Hund. Du warst als Trainer erst recht ein harter Hund. Ich will da mal Folgendes sagen. Beim HSV damals, wo ich da war, da habe ich eins mitgekriegt, man muss fit sein. Und dass wir laufen mussten damals, das war schon gewaltig. Und Welchem Trainer? Kuno Klötzer. Also ich glaube, Kuno hat schon hart trainiert. Und ich weiß noch meine langen Läufe, die ich machen musste zuerst. Ich habe, wenn ich das sagen darf, fast abgekotzt. Ja. Aber auf Dauer kriegt man das hin. Und wir waren mit die fitteste Mannschaft, nicht die beste, aber die fitteste Mannschaft. Und dadurch sind wir deutscher Pokalsieger geworden und Europapokalsieger. Also ich möchte ihn doch daran mal erinnern, dass, ich meine, so einer wie Kals oder Björn Muse oder Repidien, Felix, der hat das dann nachher irgendwann auch gelernt zu laufen. Das fiel ihm zum Anfang ja auch schwer. Also das war für mich das A und O und auch in meiner Trainerlaufbahn, ohne den ging das gar nicht. Ja. Wir können aber noch nicht Schluss machen, weil du schon auf die Uhr guckst. Eine Sache möchte ich noch loswerden, was ich sehr, sehr schade fand, weil er sehr gut trainiert hat und auch in der letzten Saison ja am Ende stark war. Aber ich fand trotz allem, als Katscher reinkam, gab es in der Mitte ein Problem. Okay. Es war nicht mehr so stabil, man stand nicht mehr so dicht, man hat viel mehr zugelassen. Katscher hat auch einige Fehlpässe dabei gehabt, die natürlich dann ganz offensichtlich nicht gut waren, aber ich glaube vielmehr, dass er hat leider noch nicht so reingefunden in dem Moment. Er wirkte irgendwie ein Fremdkörper. Die Rolle war also, ich glaube, er sollte mit seiner Zweikampfstärke, sollte er das ganze Ding noch etwas mehr stabilisieren, als es Jung vorgemacht hat oder nicht gemacht hat. Er hat sich selbst neutralisiert irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Wenn er mal einen Ball hatte, hat er ihn dann ja auch selber wieder verloren. Ja. So, und das war sehr schade für ihn. Aber darf man nicht verdammen. Dem einen liegt das, dem anderen liegt das weniger. Er hat zwei Wochen Zeit jetzt. Er hat in der vergangenen Saison, gegen Ende der vergangenen Saison natürlich überzeugt dann. Ja. Aber jetzt war er wahrscheinlich auch noch nicht fit durch mangelnde Spielpraxis. Und vielleicht findet er so wieder peu à peu wieder zwei Wochen zu seiner Zeit bis Gladbach. Form. Genau. Aber auch ohne Spielpraxis vielleicht. Macht Bruno Labbadia ja vielleicht das ein oder andere Testspiel noch gegen unterklassige Gegner. Ich möchte eigentlich von dir, Tobias, noch schnell wissen, muss sich der HSV am 31. läuft jetzt die Transferliste ab oder schließt? Was muss der HSV noch tun? Ich habe meinen Wunsch geäußert. Ne? Ich würde mir wünschen noch, und wenn es noch ein Junger ist, ein junger, schneller, technisch begabter Mittelfeldspieler. Das wäre mein Wunsch für den HSV, den dann einen verpflichten können. Und ich habe auch noch einen Wunsch. Ja. Guida, ne? Den darf man einfach nicht gehen lassen. Ja. Ich finde das. Aber ist er jetzt geschehen, leider. Und wo ist dein Wunsch? Zurückholen. Ja. Das ist nicht normal. Das ist so her, dann bin ich nicht richtig informiert. Der ist schon weg. Ja. Das wusste ich leider nicht. Zum Karlsruher SC. Auf ein Jahr. Ah, da habe ich jetzt, war ich nicht informiert. Aber das finde ich einfach unglaublich. Ich habe hier gerade. Den hierbei zu Fortuna Düsseldorf ist genauso unglaublich für mich, muss ich sagen. Aber das ist ja vielleicht auch ein Manko des HSV, ne? Das muss man sagen. Dass jetzt Gideon Jung durchgezogen wird als junger Spieler, aber mit den anderen leider sind viele gegangen. Mir wurde vorgeworfen im Blog, dass es arrogant sei, von der Transferphilosophie des HSV zu sprechen, die ich einmal angesprochen hatte. Aber es gab eine Philosophie, die vorgegeben war, und ich finde, dass sie Stand jetzt alles andere als eingehalten ist. Im Gegenteil, man hat nicht auf die jungen Leute gesetzt und hat die geholt und versucht, den Kader halt mangels finanzieller Mittel auch natürlich notgedrungen dann so zu verstärken, sondern wenn man jetzt von De Guzman spricht, dann kann man nicht unbedingt von einem jungen, hungrigen Spieler sprechen. Hungrig kann er sein, aber jung ist er zumindest nicht mehr. Also ich bin sehr gespannt, was heute und morgen noch passiert, oder bis Montag, 18 Uhr ist es, glaube ich, ne?
also bis dahin noch passiert, weil bis 12 Uhr müssen die, glaube ich, da sein. Auf der Transferliste stehen und so und dann bis abends dann. Aber wie gesagt, ich bin auch noch sehr gespannt. Ich habe aber eine Sache noch ganz kurz hier, und zwar hat sich angeblich, das ist aber noch völlig unbestätigt hier, laut einer Meldung, die ich gerade bekommen habe, hat sich Schiedsrichter Aitekin bei Spahic entschuldigt. Es ist doch lächerlich. Ja. Das ist also verbrennt das Ding. Das ist ein Zeichen von Größe. Nee. Ein Zeichen wenn er jetzt danach dazu steht, tolle. Dann ist ja, es dann wunderschön. Ist es aber die, das ist das Beste, was er jetzt noch machen kann. Ja. Dass es scheiße war vorher und dass ich genauso sauer bin wie du, alles gut. Der soll jetzt ordentlich gucken und ordentlich pfeifen. Ich schätze einfach, dass er noch nie ein Richter ist, der einen totalen Einblick eigentlich haben müsste. Alles unterirdisch. Und der tritt auf den Ball, fällt hin und dann wird einer vom Platz gestellt. Es gibt einen Elfmeter. Der ist auf Ballhöhe. Also ich könnte gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte, muss ich wirklich sagen. Das ist eine Sauerei, was da heute passiert ist. Und damit schließen wir die Hauptverhandlung jetzt auch. Warte, Schuldspruch. Genau. Ja, ich würde dem lebenslänglich Pfeifverbot geben. Ich kann sagen, alte Herren pfeifen. Vielen Dank für euer Kommen. Er hätte es gut machen können, wenn er den Elfmeter für uns gewinnt. Da kriegst du aber wieder von den Schiedsrichtern reingewirkt. Ja, mir egal. Fingerspitzengefühl und wieder gut machen gibt's bei der Schiedsrichter rein. Dann würdest du auch nicht mehr so schimpfen. Genau. Wenn das bei zwei gewesen wäre, hättest du gesagt, gut. Dann hättest du recht gehabt, weil, mit Bewährung um das nochmal zu sagen, 2-2 hat Detlef Spinge getippt. Hombi hat 1-0 für den FC Köln getippt, Scholle hat 2-1 für den HSV getippt und ich hatte 0-0 getippt. Also du bist der Sieger nach Punkten. Damit beenden wir das. Das war eine Sendung des Abendblatt TV. Unsere Regisseure waren Axel Leonard und Volker Sabach. Und ich bedanke mich für euer Zuhören und Zusehen. Und dann sehen wir uns irgendwann in 14 Tagen, in 13 Tagen. Wenn der HSV in Mönchengladbach am Freitagabend spielt, wieder an dieser Stelle. Und wir bedanken uns auch an dieser Stelle beim Heimspiel, Auswärtsspiel, Restaurant Champs für die gute Bewertung und gute Aufnahme hier. War wie immer alles top. Und ja, ein schönes Wochenende noch für euch. Tschüss. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir kommen heute zur Hauptverhandlung am 29. August 2015. Die Sache Aitekin wird hier verhandelt und wir haben zwei nette Zeugen geladen, um über diesen Skandalschiedsrichter zu urteilen. Also ich habe so einen Hals, muss ich sagen. Moin, moin, liebe Mats Abber. Der HSV verliert 1-2 in Köln. Aber wie das geschehen konnte, darüber werden wir zu sprechen haben. Und wahrscheinlich sind unsere Gäste ein wenig reservierter als ich. Aber wenn ich jetzt in Köln wäre, ich würde dem Herrn Aitekin schön mal das Fell über die Ohren ziehen. Aber gut, es ist egal. Wir sprechen heute mit zwei ehemaligen HSVern. Das ist einmal Tobias Homp, der neben mir sitzt. Ich habe es geschrieben im Blog. Er ist einer der Spieler, die 1987 für den letzten Titelgewinn des HSV sorgten. Er stand beim 3-1 gegen die Stuttgarter Kickers im Pokalfinale auf dem Platz. Neben ihm sitzt Detlef Spinge, Urgestein des HSV und einer, über den immer noch viel gesprochen wird, weil er eine Minute Einsatz hat in einem Bundesligaspiel für den HSV, aber zwei DFB-Pokalspiele und zwei Europapokalspiele und damit auch im Kader der Europapokalsieger von 1977. Vielen Dank, dass ihr beiden gekommen seid und dass wir jetzt gleich über das Spiel sprechen können in Köln. Wie immer vervollständigt Scholle unseren Halbkreis. Und ich muss ganz mal wertfrei fragen, Tobias, wie geladen bist du? Ja, also für den HSV ist ganz bitter. Es war lange Zeit das bessere Team, bis zum 1-0 auch völlig verdient geführt. Einzigen Vor vielleicht gefallen lassen müssen, nicht noch effektiver aufs zweite Tor gespielt zu haben, weil Köln war eigentlich fast schon am Boden und dann, gut, 1-1, Ausgleich war noch sehr unglücklich, ein bisschen zu naiv rangegangen, aber der Elfmeter ist ein Skandal und da ist das Spiel entschieden worden, das muss man ganz klar sagen. Mit 10 Mann hat der HSV zwar noch alles versucht, aber
diesen Elfmeter darf er nicht geben, so genauso die rote Karte nicht. Und das ist für die Mannschaft wirklich ganz, ganz bitter und schmerzhaft. In der Schlussphase, Delev, waren noch 2 Elfmeter möglich beim HSV und auch für den HSV. In der 94. Minute spielte Risse, der Kölner Risse, den Ball mit dem Oberarm oder mit der Schulter aus dem Strafraum raus. Für dich auch ein Elfmeter? Absolut. Wenn man den ersten Elfmeter gibt, den man niemals geben darf, für mich eigentlich eine Unverschämtheit, dann hätte man diesen Elfmeter auf jeden Fall geben müssen. Ja. Und insgesamt muss ich natürlich auch sagen, bin ich genauso ungehalten wie du, weil so eine Schiedsrichterleistung in der letzten Viertelstunde ist schon skandalös. Insgesamt finde ich, hat der HSV das bis zur 75. absolut gut gemacht, nicht unverdient 1-0 geführt. Hat einmal nicht aufgepasst über die vom HSV aus rechte Seite. Dadurch haben sie diese 1-1 bekommen. Ja, und das 2-1 oder 1-2 ist eigentlich eine absolute Frechheit. Ja. Scholle, erklär doch mal, wie du das gesehen hast. Die Szene für die rote Karte gegen Emil Spalc und die Elfmeterentscheidung von Aytekin. Ja, also relativ leicht. Ich kann ihn gleich mal vorwegschicken. Stöger, wir hatten uns ja über ihn auch unterhalten und alle haben gesagt, dass er ein guter Trainer ist und haben irgendwie einen sehr guten Eindruck von ihm. Ja. Der selbst sagt heute ganz klar kein Elfmeter. Ich könnte heulen, wenn ich das... Ist natürlich nach einem 2-1-Sieg auch leicht zu sagen, aber ich glaube ich das einfach, dass er ehrlich ist, dass er es auch bei 0-1 gesagt hätte. Ja. Nein, aber es ist ein Skandal ist es nicht. Ein Skandal ist eigentlich... Aber egal. Der Elfmeter darf natürlich nicht fallen. Er läuft einfach und stolpert über seinen eigenen Ball. Also er hat den Ball zu er weit. Tritt auf den Ball, modest. Genau, und kommt da ins Straucheln und bleibt lässt sich dann noch ein bisschen fallen, weil er so vielleicht so ein bisschen den Hauch einer Hand am Rücken gespürt hat. Oder Spalc will sich nur abstützen, um nicht auf ihn aufzulaufen. Auf jeden Fall kommt er nicht dadurch zu fallen. Das ist schon mal klar. Und deswegen ist es auch nicht der Elfmeter. Es kann kein Elfmeter sein. Ja. Das ist eine wirklich skandalöse Entscheidung gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also Aytekin hat jetzt nicht die 3 Punkte gestohlen, die hat der HSV sich leider selber wieder verschenkt, indem wir sie nicht aufs 2-0 gehen, indem Gregoric außen pennt, Diekmeier zu langsam rausgeht und 5 gegen 1 in der Mitte nicht reichen. So, da fängst du auf einmal ein 1-1 aus dem Nichts. Das war auch bescheuert. So, aber trotz allem hat der HSV heute ein sehr vernünftiges Spiel gemacht und kriegt dann durch so einen Elfmeter am Ende sogar noch eine Niederlage eingeschenkt. Ja. Und das ist das Skandalöse an der ganzen Geschichte, wenn Aytekin, wie fast alle Schiedsrichter gerne mal machen, wenn man eine Entscheidung hat, die so kritisch war, wo man weiß, man wird danach auf jeden Fall auf den Prüfstand gestellt, dann geben sie ja gerne mal diese Konzessionselfmeter. Und das wäre noch nicht mal einer gewesen. Das heißt, es war ein ganz, ganz klarer Elfmeter von Risse. Denn Risse geht auch noch so hin. Das heißt, er bewegt die Schulter und den Arm dahin, kriegt ihn oben. Ganz klarer Elfmeter. Und das sieht er nicht. Also Aytekin... Heute, trotz Ostschollig, der mit Abstand schlechteste Mann auf dem Platz. Ja, ist so. Okay. Ihr beiden habt nun, wir haben alle ein bisschen Fußball gespielt, ihr ein bisschen höher als wir beiden. Ihr habt das oft genug erlebt. Wie kann man mit so einer Fehlentscheidung und mit so einer Niederlage dann leben? Wie sitzt man jetzt im Bus auf der Heimfahrt und wie verbringt man die Nacht? Ja, also man ist maßlos enttäuscht natürlich, weil man weiß, man hat ja mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar einen Sieg verdient gehabt. Aber das Gute daran ist, daran sollte man aufbauen. Wenn in den anderen beiden Spiele gegen München und Stuttgart, da war es eine klare Leistungssteigerung und die mussten in seinen Bunker und. Du bist doch mit den Schiedsrichtern auch gut. Du brauchst doch nur mal den einen oder anderen anrufen. Die sind doch alle, haben alle so im Hals was merkwürdig. Nach so einem Skandal, Elfmeter, muss ich sagen, bin ich nicht mehr mit dem Schiedsrichter gut. Da kann ich gar nicht mit dem Schiedsrichter gut sein. Ich habe wirklich, ich könnte explodieren. Ich wollte auf Merck nochmal sagen, der hat in der vergangenen Woche vor dem Bundesligaspiel Tag, bevor das angepfiffen worden ist, da wurde er gefragt irgendwie, ob die Schiedsrichter etwas gegen Spalc hätten, weil der ja nun wirklich sich am Rande der Legalität bewegt. Hat. Und er hat gesagt, nein, kein Schiedsrichter der Welt hat irgendetwas gegen einen Spieler. Die gehen alle unvoreingenommen in das Spiel und das kann man gar nicht als Schiedsrichter, das muss was ausschließen und so. Ich hatte heute das Gefühl, dass der Spalc war doch lahm wie eine, zahm wie eine. Genau, also lahm war nicht. Also lahm war nicht. Zahm. Zahm war, fair. Ihr müsst das gleich übernehmen für mich, sonst platze ich hier genau, wirklich. Nennen wir es aber einfach sehr fair. Aber der hat ordnungsgemäß gespielt total. Bis dahin und dann zückt er gleich eine rote Karte. Mensch, Aytekin, gib deine rote Karte, dein Schiedsrichter-Scheiß zurück. Also nach so einem Ding würde ich mich einbuddeln und nie wieder pfeifen. Wirklich, nie wieder. Na, wir können ja jetzt auch gespannt sein, wie viel
Spieltage gesperrt werden. Das ist eine Katastrophe. Also wenn die natürlich bestimmt, auch noch sagen, die noch zwei zusammen. Ja, und das, ist, das ist das, was ich so inzestuös finde, was ich einfach dramatisch finde. Dass so dieses Blinde sich gegenseitig schützen. Ja. Weißt du, sich auch dieses, was du eben sagtest, mit dem keiner hat was gegen den Spieler XY. Also alle wissen, wie wer tickt. Die kennen die Leute, wenn die jahrelang in der Bundesliga spielen. Natürlich. Und die können doch gar nicht so übermenschlich sein und das einfach mal ausblenden. Ja. Wer kann denn das? Das kann kein Mensch. Verlangt ja auch keiner. Das kann auch keiner verlangen, natürlich nicht. Du weißt, wer wie tickt. Aber wie gesagt, egal, lass uns mal nicht mehr über den Schiedsrichter reden, das ist jetzt. Scholle hat eben gesagt, also er war noch schlechter als Oscholek. Ich habe Oscholek heute gar nicht mal so schlecht gesehen, Scholle. Aber wir haben ja hier einen Linksverteidiger sitzen, einen ehemaligen Hombi. Du hast das jahrelang beim HSV gespielt. Wie bist du mit deinem Nachfolger zufrieden? Und hättest du heute, so wie Scholle es eigentlich erwartet hatte, hättest du mit Sakai da hinten gespielt? Gut, da bin ich zu weit weg. Aber ich fand generell, da ich der HSV so gut stand, ist gar nicht so aufgefallen, dass Scholle, was bei Scholle eben aufgefallen ist, in diesem Spiel, er hat kaum Akzente nach vorne gesetzt. Während Diekmeyer ja doch wirklich viel versucht hat, auch wenn ihm manche Sachen nicht so gut gelungen ist. Aber man hat mal gesehen, mit der Geschwindigkeit, wenn sie mal die einschaltet, wurden Ecken erzwungen, wurden auch gefährliche Vorschüsse erzwungen. Und das war bei Scholle auf der linken Seite nicht der Fall. Aber ich fand nicht, dass er so schlecht gewesen ist, dass er da abgefallen ist. Also defensiv fand ich, war das im Verbund mit dem anderen Abwehrspielern? Hast du meine Einzelkritik gelesen? Hey. Nein, aber also, das ist ja jeder unglaublich. Wie Scholler, jeder hat seine subjektive Einschätzung von so einem Spiel, ist doch ganz klar. Meine Wahrnehmung. Er ist da defensiv nicht abgefallen. Was mir wünschte nach vorne, waren da null Impulse. Das ist vollkommen richtig. Ich finde gerade auch, wenn wir beiden Seiten spielen, ich gebe auch zu, dass in meiner Bewertung wichtig. Heute die letzten beiden Spiele noch ein bisschen mitschwingen, ist klar. Also das gebe ich zu. Also er war jetzt heute nicht so schlecht, dass man ihn so herausheben müsste, negativ, wie ich es gemacht habe. Nur man weiß eben, was er in Augsburg geleistet hat. Und da ist man natürlich schon verwundert, wie Augsburg fand ihn wirklich gut und fand auch gut, dass er HSV ihn verpflichtet hat. Und bisher konnte er den Nachweis nicht so richtig erbringen, warum der HSV ihn geholt hat. Das Gute bei Labbadia ist halt, er hält lange an den Leuten fest und vielleicht zahlt es sich am Ende aus. Ich fand das heute, das Spiel, das war wirklich das beste Spiel bisher in der Bundesliga. Gut, es ist der dritte Spieltag, aber trotz allem war das sehr ordentlich, fand ich. Auch also Ekdal hat an dem er da festgehalten, gegen alle Widerstände, und der ist auch besser ins Spiel gekommen, finde ich. Also Jung, gut, der hat jetzt heute erste Halbzeit wieder ein bisschen Probleme gehabt, den hat er dann ausgewechselt, ich weiß nicht, ob verletzt oder aus Leistungsgründen. Ich glaube eher aus Leistungsgründen Das sein, Spiel war deutlich zu schnell für ihn. Ja, und von dem Jungen muss man auch noch nicht erwarten, dass er jedes Spiel mindestens 45 überragende Minuten spielt. Deswegen finde ich es auch gut, dass Labbadia an seinen Leuten festhält. Ja. Wir haben doch alle uns drüber aufgeregt, dass in der vergangenen Saison 28 Spieler beim HSV zum Einsatz gekommen sind. So viel 31 sogar. 31. Bei allen anderen waren das erheblich weniger. Also wenn Labbadia jetzt Kontinuität in seine Aufstellung reinkriegen will, so kann das eigentlich nur förderlich sein. Ja. Glaube ich jedenfalls. Glaube ich auch. Ich glaube auch gerade Viererkette, also auch wenn man jetzt mit Sakai hätte rechnen können, weil Oscholik auch die halbe Woche nicht trainiert hat, dann gestern beim Abschlusstraining immer wieder mal draußen war, also am Rand stand und gar nicht mitgemacht hat. So, deswegen hatte ich halt damit gerechnet, dass er Sakai bringt heute, weil Oscholik vielleicht auch angeschlagen ist. Aber wenn er ihn mitnimmt und er fit genug ist zum Mitfahren, dann kann er ihn auch spielen lassen. Das stimmt. Und ich glaube, dass gerade die Viererkette über die Gewöhnung untereinander sich in der Leistung insgesamt steigert. Das heißt, genau wie du sagst, dass der Verbund stärker wird. Als wenn du da vier richtig Top-Leute immer wieder durcheinander würfelst, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also ja, insofern ist das vielleicht nicht verkehrt. Heute hat er im Prinzip ja auch nur Juhu ersetzen müssen. Und du musst im Prinzip das andere erstmal lassen. Es sei denn, du merkst, es funktioniert. Ja, aber sonst wirfst du zu viel durcheinander. Es war ja nicht so schlecht, dass man jetzt alles über den Haufen schmeißt und sagt, jetzt sortiert er drei aus und bringt drei neue. Sie hatten ja gewonnen gegen Stuttgart. Also da kann man ja auch mit gewisser Euphorie dann mitnehmen ins nächste Spiel. Und also hätte er viel gewechselt, würden seine Kritiker oder es bestand ja kein Grund in dem Sinne. Genau. Wieder über ihn herfallen. Also alles in Ordnung. Und ich finde auch, das passt dazu, wenn du ja sagst, Jung zu ihm zu stehen, dann gilt das für Gregoritsch genauso. Also der hat gegen Stuttgart ganz gewiss nicht gut gespielt, aber er hat ihn drin gelassen. Heute fand ich ihn besser als gegen Stuttgart. Immer noch nicht so, aber Mensch, der Junge, der ist noch jung und kommt aus der zweiten Liga. So ist es, genau so ist es. Darf man nicht vergessen, er kommt aus der zweiten Liga. Was für ein Ballspiel, der Gregoritsch ist noch jung. Wir reden über Jung, ja gut. Ja, wunderbar. Einmal das, was man von einem Zehner eigentlich denkt, sondern der läuft eigentlich mehr hinter die Mittellinie als vor die Mittellinie. Er spielt nicht den entscheidenden Pass nach vorne, sondern soll eher hinten mal einen Ball holen wieder. Und so ist es halt bei ihm nicht das Spiel, was man vom Zehner erwartet und auch nicht so auffällig. Aber heute hat er es ordentlich gemacht, zumindest hat er seine Zweikämpfe gewonnen und Bälle geschleppt. Und am Ende trifft er sogar noch. Also klar, schön, heute hat er auf jeden Fall sein bestes Spiel gemacht. Ja,
ist ein Zehner heute noch zeitgemäß, Tobias? Ja. Hast du in deinen Mannschaften, du bist ja noch Trainer, jetzt bist du Neutrainer bei Henschel Ulzburgs Frauen in der zweiten Bundesliga. Hast du auch noch einen Zehner? Ja, ich habe einen verkappten Zehner. Ich habe aber zwei sehr gute Stürmerinnen, aber ich möchte nicht bewusst mit zwei Spitzen spielen. Ich möchte, dass sie variabel spielen, gerade wenn ich schnelle Leute habe, die sie kurz anbieten, für einen Gegner viel schwerer zu verteidigen. Ja, was beim HSV fehlt, ist eben so ein Ljusevic, der hat es heute gezeigt, aber davon noch einen mit einer so einer Geschwindigkeit, mit so einer technischen Fähigkeit, die im Tempodribbling durchs Mittelfeld kommen. Und das hat man gesehen, wenn die Räume da sind. Ljusevic war der zweite Halbzeit teilweise überragend. Da fehlt einem HSV noch einen. Das ist noch einen in dem Bereich verpflichten, der kreativ ist, technisch gut ist und schnell. Es muss ja kein Weltstar sein. Ich kann mir vorstellen, es gibt genug junge Leute, die man natürlich aufbauen muss. Aber die Geschwindigkeit, und da hat der HSV ein Riesenproblem. Du hast wenig Spieler, die richtig schnell sind. Und gerade im Bereich, wo es torgefährlich ist, brauchst du die. Guck dir Bayern München an, Costa gegen HSV alleine aufeinander gespielt, ohne dass er Bayern groß gespielt hat. Ja, aber gut, als in der Kraft nahen Räume da sind und dann hast du Spiele, die 1 gegen 1 sind, was Dilev sagte, kommst du rück mehr abwehren, dann bist du schwer zu verteidigen. Und dann schießt du Tore, die du normal nicht erzielen kannst, weil du dann den Flügel hast. Guck dir mal Leverkusen an. Ja, Bellarabi. Das ist ein Beispiel. Einfach, die haben schnelle Spieler, die können gut kontern. Und wenn der HSV heute vielleicht etwas schnellere Spieler hätte, ich denke mal, dann hätte man das zweite Tor vielleicht machen können. Aber der HSV hat es nicht. Damit müssen wir leben. Und ich finde, insgesamt nochmal gehe ich nicht enttäuscht hier weg. Die einzige große Enttäuschung ist einfach die Schiedsrichterleistung. Und das Ergebnis. Und das Ergebnis natürlich daraus folgend. Und ich finde, die sollten mal diese Woche nicht zu viel grübeln, sondern einfach weitermachen. Ich fand auch Kleber zum Beispiel, wenn ich das mal so nebenbei sagen darf, der war auch heute... Bis zum 1-1. Ja, aber ich finde, ja, da hat er natürlich schlecht gestanden, aber er hat vorher immer mal diesen Leichtsinnspass gehabt oder hat sich so ein bisschen verdribbelt hin. Das ist ihm einmal passiert, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Aber das war ja nicht so schlecht. Man darf ja immer nicht vergessen, der hat nicht gespielt. Kommt rein. Und dafür, finde ich, hat er das ganz ordentlich gemacht. Und beinahe macht er das 2-2. Das war natürlich auch noch Pech. Aber wie er das machen wollte, das... Ja, also, wie Horst Rubisch, 82, aber der hat ihn reingemacht. Ja. Gegen Österreich. Genau. Ja. Ne? Ja. Erzähl mal, wie Horst Rubisch das 82 gemacht hat. Das weiß man bis heute nicht. Ja, man weiß nicht, ob es Kopf, Knie oder was auch immer. Oder mit dem genau. Irgendwie Bein, oder was auch immer, genau. Ja. Irgendwie hat er ihn rübergekriegt. Genau. Tobias, du hast eben Ljusevic für seine zweite Halbzeit gelobt. War das für dich nicht auch überraschend, dass er war schon seit einem halben Jahr oder länger auf der Liste von der Spieler, von dem sich der HSV trennen wollte, dass er jetzt noch geblieben ist? War das eine Überraschung für dich und wie findest du das? Ja, also es war schon eine Überraschung für mich, aber nur auf dem Grund, dass er so oft verletzt gewesen ist. Das war der Hauptgrund, weshalb der HSV ihn, glaube ich, abgeben wollte. Ansonsten ist er für mich der offensiv stärkste Spieler vom HSV mit Abstand. Der bringt alles mit, Geschwindigkeit, wenn wir die eine 10 nochmal einspielen würden, wo auf engstem Raum mit zwei Kontakten da den Gegenspieler vernascht und dann sauber mit der Außenriss zum Spieler. Aber es war natürlich eine dramatische Quote von Spielen und Verletztsein. Ja, das meine ich ja. Deswegen war der entscheidende Punkt. Deswegen hat der HSV überlegt. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es in der Bundesliga noch irgendwo einen Verein gibt, der es zumindest kommuniziert hat, dass er einen Spieler hat, der leistungsbezogenen Vertrag hat. So wie es ja beim HSV gemacht wurde. Also das ist schon eine richtig gute Geschichte. Und das ist genau das, was Ljusevic vielleicht auch ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen kitzelt. Nochmal ein bisschen mehr auf seine Fitness achten lässt. Und vor allem, glaube ich, hat er mit Labbadia einen Trainer, mit dem er gut klarkommt. Genauso wie Lasogga. Ich meine, heute wieder reingekommen, der hätte bei jedem anderen Trainer hätte rumgemault wie sonst was. Und heute kommt er rein, macht Dampf, gibt Gas. Er ist auch im Training wirklich gut. Also im Ernst. Ist kein Deut langsamer als sonst. Entschuldigung, das ist ein doofes Wortspiel. Aber er ist kein bisschen weniger aktiv als vorher. Also macht voll mit. Da hat Labbadia tatsächlich einen ganz guten Zugriff auf die beiden auf jeden Fall. Und das bringt die Mannschaft weiter. Wenn der Konkurrenzkampf wirklich intensiv geführt wird, dann müssen die in der ersten Elf sind, auch sich viel mehr anstrengen. Und da hat man in den letzten Jahren nicht das Gefühl, dass es so der Fall gewesen ist. Dass dann irgendwie die Abierten immer dachten, ja, ich spiele sowieso und hat vielleicht ein bisschen weniger vom Gas genommen. Und jetzt sieht man eben, auch in Lasogga weiß, ich habe hier einen Chiplock, ich muss was tun, um wieder zu spielen. Und Ulicic ist auf der Bank. Es ist natürlich nur schade, dass das erst dann dazu kommt. Ja, das ist richtig. Wenn neue Konkurrenz da ist. Könnt ihr das machen? Das ist ja eigentlich skandalös, oder? Ja. Also daran kann man ja sehen, irgendwas scheint ja manchmal bei den Fußballern oder wo auch immer nicht im Kopf zu stimmen. Also einer, der erstmal für die Ablöse kann er nichts, aber ich glaube, der hat ein gutes Auskommen und ich würde da immer alles geben wollen. Selbst als Amateur war ich das auch gewohnt, wo ich Amateur gespielt habe, immer alles zu geben. Das ist eine Voraussetzung für alles. Na, also ich glaube auch nicht, dass er
das nicht will. Aber ich glaube, er muss trotzdem gewisse Sachen überdenken, wie er sich gibt. Das gehört dazu. Also ich will dir mal was sagen, was mich am meisten stört. Und da hätten die uns früher ausgezählt, die Trainer. Das hatte ich, glaube ich, in der kleinen Runde schon erzählt, dass der sein Unterhemd da runterhängen oder raushängen lässt. Ne? Der hätte ich früher einen Einlauf gekriegt vom Trainer. Sieh zu, dass du dein Unterhemd da drin hast. Am besten ziehst du gar keins an. Ja. Ja, ist so. Ich kenne gar kein Unterhemd, muss ich sagen. Nein. Aber das war nebenbei. Nein, ich habe nie ein Unterhemd oder ein Trikot gehabt. Das gibt Mut geben, auch für dieses Spiel gegen Mönchengladbach. Man hat gesehen, wenn man gut kompakt steht und immer wieder, auch gerade in der zweiten Halbzeit, mutig nach vorne spielt, wie gefährlich man dann sein kann. Und so ein Isidewitsch, der hoffentlich jetzt auch mal über längere Zeit gesund bleibt, mit so einem schnellen Mann hat man immer wieder Möglichkeiten, genug kreativ ins Spiel zu bringen. Schiplock, der arbeitet, bis er nicht mehr kann. Das sind wertvolle Spieler, die natürlich auch dafür sorgen, dass dem Gegner immer schwerer gemacht wird. Ne? Mhm. Und eine klare Leistungssteigerung gegenüber den letzten beiden Spielen, nur leider ohne zielbaren Erfolg. Aber ich denke, das sollte jetzt natürlich ist erstmal schmerzhaft und das wird auch nicht ein Gegenstand sein, aber das sollte Mut machen für die nächste Woche. Ja, Quervergleiche hinken ja, Detlef, aber in der vergangenen Woche hat Wolfsburg war eine Halbzeit lang total unterlegen in Köln und wurde von den Geißböcken da beherrscht und auch vielleicht ein bisschen an die Wand gespielt. Also, und heute fand Köln gar nicht statt. Lag das am HSV? Ja, das finde ich. Also, ich denke mal, im Gegensatz zur letzten Serie hat man das Gefühl, dass da eine Einheit auf dem Platz ist. Dass von hinten bis vorne, sage ich einfach mal, man ziemlich kompakt steht. Ich habe auch das Gefühl, dass du den Spahic, den ich heute für sehr gut befand, eine unheimliche Ruhe hinten eingekehrt ist. Abgeklärt ist er, der steht auch immer sehr gut. Also das lag zum großen Teil einfach am HSV heute, weil die nach hinten sehr gut gearbeitet haben. Alle Mann, wenn ich vorne den Chiplock sehe, den ich eigentlich noch gar nicht so richtig beurteilen konnte wegen Hoffenheim, aber läuferisch ganz stark, muss ich sagen. Also eine tolle Sache. Gregoritsch, den meine ich auch, sage ich einfach mal, wirkt ein bisschen träge. Er ist zwar ein guter Fußballer und er ist auch einer, der viele Bälle, die hochkommen, gut verarbeitet, gut ablegt, aber ich finde, dem fehlt so ein bisschen das Temperament. Und ja, ich sag mal, beim 1-1, wenn er da ein bisschen aufgepasst hätte, ein bisschen zügiger mit nach hinten gegangen wäre, dann wäre dieses Tor wahrscheinlich nicht passiert. Du hast natürlich recht, Diekmeier hätte auch aggressiver rausgehen müssen. Auf der anderen Seite ist es so, sie standen im Zentrum mit genügend Mann. Und auch Kleber hat da vielleicht nicht ganz Kleber glücklich hätte, ausgesehen. Hätte, ne, durchlaufen müssen, ja, und zum Ball gehen müssen. Ne? Aber und nicht einfach nur zusehen müssen. Ne? Wenn du das sagst mit letzte Woche Wolfsburg, ich fand, der HSV sollte aus diesem Spiel viel Positives mitnehmen können, weil so kompakt habe ich sie eigentlich im letzten Jahr kaum gesehen. Ja. Und auch außerhalb, schade ist einfach nur, dass sie nicht auf das zweite Tor gespielt haben. Es ist natürlich auch eine Niederlage, die jetzt die tut Zusammenhalt, weh. Ja gut, aber die dem Zusammenhalt jetzt nicht unbedingt wehtut. Also ja. Alle wissen ganz genau, dass das eine unverdiente Niederlage war. Alle wissen, dass das auch nicht ihre Schuld war, außer das 1-1. Das nehmen wir da mal komplett raus, das war dumm und wirklich selbst verschuldet, aber ansonsten war es eine Niederlage, die halt vom Schiedsrichter eigentlich mehr herbeigeführt wurde und das kann auch noch mal ein bisschen zusammenschweißen, weil, ne, wie gesagt, es ist die schönere Niederlage in Anführungsstrichen, auch wenn sie natürlich deutlich ärgerlicher ist. Also ich muss dazu sagen, ich habe es auch geschrieben und ich muss es aber wirklich mal in aller Deutlichkeit loswerden. Wenn es ein Elfmeter gewesen wäre, würde ich hier sitzen und sagen, es war einer. Ja. Aber das ist der lächerlichste Elfmeter, den ich seit Jahr und Tag mal gesehen habe. Und da seid ihr doch hoffentlich alle bei mir. Also ich kann das gar nicht fassen. So ein Mann muss doch aus dem Verkehr gezogen werden, oder irre ich mich? Also Aitken und der HSV ist auf jeden Fall keine Liebesbeziehung. Das kann man schon mal festhalten. Also ich finde, dass er den einen oder anderen nicht aussetzt, aber zumindest sehr viele komische Entscheidungen hatte, die nicht für den HSV entschieden wurden. Aber bis dahin auch hat er heute eigentlich ganz gut gepfiffen. Und so ich finde ihn auch sonst sehr gut, muss ich sagen. Ja. Also um mal eine Lanze für ihn zu brechen. Ich finde ihn eigentlich sonst sehr souverän in seinem Auftreten und er ist nicht übermäßig mit. Was für mich der eigentliche Skandal war, ist dieses incestuöse Decken der Schiedsrichter untereinander. Ja. Da wird ein Gagelmann zugeschaltet und hat sogar noch die Möglichkeit, sich das in Zeitlupe nochmal anzugucken. Ja. Und der Blinde hat nichts anderes vor, als zu sagen, ja stimmt, war schwer zu sehen, aber da sieht man die Hand und unten trifft er das Bein. Also der erzählt auch noch Dinge, die falsch sind. Ja. Das hat so ein bisschen was wie Fassbinder früher, wenn er abseits erklärt, wo siehst du, oh ja, da sieht man es ja. Und das haben wir ganz klar gemacht. Aber einfach mal einen Fehler einsehen, einfach mal sagen, stimmt, das war scheiße, habe ich schlecht gesehen. Ich weiß auch nicht,
Aytekin selber sagt. Ja. Das wäre auch nochmal interessant. Oder ja, interessant wäre auch, was der Linienrichter sagt. Den sollte man auch mal befragen. Der stand auf Höhe. Zwei Spieler waren nur da im Zweikampf. Der konnte von der Seite auch richtig gut sehen. Leider konnten wir nicht sehen, ob er gewunken hat oder nicht. Ja, das konnten wir nicht sehen. Also wir konnten das ein bisschen sehen und die Fahne war nach unten. Also aus unserer Perspektive. Keine Ahnung. Ja. Können wir nicht beurteilen. Mir fiel spontan eine Szene aus der vergangenen Woche ein. Da ging es auch um Elfmeter oder nicht. Und da wurde Max Merkel wurde gerade zugeschaltet. Markus Merck zugeschaltet. Der Oberschiedsrichter Peter Gagelmann. Ich hoffe, er wird dir den Blinden verzeihen jetzt, weil ich Peter Gagelmann eigentlich immer sehr geschätzt habe. Aber was sollen diese ganzen Schiedsrichter, die wissen alle, diese Schiedsrichter wissen alle, dass Markus Merck sich schon längst ins Abseits gedribbelt hat. Ja, und jeder neue Schiedsrichter, der über einen anderen Schiedsrichter herfällt, dribbelt sich auch ins Abseits. Also kann der doch gar nichts anderes als nur lügen. Ich finde das so pervers von den Fernsehsendern, solchen Schiedsrichter denn so einzusetzen und zu sagen, jetzt erklär mal, warum das doch ein Elfmeter gewesen ist. Aber Entschuldigung, das sehe ich jetzt anders. Ich würde schon sagen, dass es okay ist, wenn du den Schiedsrichter fragst und er es mitmacht. Dann ist es seine Entscheidung. Aber welcher macht das? Wer kann es denn fachlicher beurteilen, normalerweise? Also rein von den Basisvoraussetzungen. Also wer kann das denn? Wir nicht. Das kann Schiedsrichter besser. Dass natürlich am Ende so ein Scheiß dabei rumkommt, ist doch klar. Merck ist doch auch jetzt nur kritisch, weil er weiß, er hat eh schon verloren. Der hat doch vorher auch immer Der kommt ja auch gar nicht mehr in die Stadien. Nein, der sitzt da hinten in Kaiserslautern. Ja. Jetzt ist René Adler auf die Schulter gefallen und raus. Hm. Wie hast du diese beiden Szenen gesehen? Ja, wo er da zweimal rausgekommen ist, war das ziemlich... Das sah nicht so souverän aus in meinen Augen. Ziemlich, also das war nicht souverän. Es war einfach rein in den Haufen, Fäuste raus und mal gucken, was passiert. Und ich glaube, da hat er sich auch ein bisschen bei verletzt. Nicht nur er hat sich verletzt, Modest hat sich dabei verletzt, Kleber hat sich dabei verletzt. Ja, die waren natürlich unglücklich. Nur auf der anderen Seite ist es so, sagt man, wenn du gar nicht rauskommst, passiert nichts. Also hau dich mal da rein. Da hat er aber vielleicht auch in der Vergangenheit das ein oder andere Mal schon Probleme gehabt. Das ist nicht unbedingt seine Stärke. Ja. Muss man einfach so sehen. Ja. Aber der Nachfolger hat es doch, fand ich, relativ ruhig, entspannt gemacht. Ne? Ja. Also, außer dass er zweimal hinter sich greifen musste, weil er nichts machen konnte. Nee, genau. Das wollte ich sagen. Da konnte er gar nichts zu machen. Wenn Tobias eben über den linken Verteidiger gesprochen hat, dein Freund ist ja der rechte Verteidiger des HSV. Sag mal einen Ton zu Dennis Dickmeier heute. Also das mit dem Freund war ein bisschen ironisch gemeint von dir. Ich bin nicht unbedingt ein Fan von ihm, weil ich einfach sage, dass aus dem, was er macht, zu wenig rauskommt. Also er ist einer, der rennt die Linie teilweise rauf und runter. Neigt aber immer dazu, immer wieder quer nach hinten zu spielen, anstatt vielleicht mal das Heft in die Hand zu nehmen, eins gegen eins zu spielen. Er ist ja nicht so langsam. Er behauptet von sich selbst, dass er ein schneller Spieler ist. Er muss viel öfter, wenn er eins gegen eins spielen kann, muss er versuchen, sich mal durchzusetzen nach vorne. Und das Problem beim HSV ist ja nicht nur links, es ist auch rechts, dass wir über die Außenposition nach vorne einfach zu wenig Druck entwickeln oder dass wir uns mal durchsetzen über außen. Ich meine, wir haben das erste Tor gesehen. Ja. Das erste Tor, was wie passiert, es war im Prinzip über außen. Das hat zwar hier unser Schiplock gemacht, aber man sieht ja, wenn man so ein bisschen über außen kommt, welche Gefahr daraus entstehen kann. Und Dickmeier ist für mich ein Spieler, der mir auch zu viel, wenn ich das so sagen darf, Alibi spielt. Aber würdest du ihm nicht eine Formverbesserung geben? Ja, doch, da gebe ich dir recht. Er ist auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, ein bisschen energischer insgesamt. Man merkt auch, das betrifft aber, glaube ich, auch die ganze Mannschaft, nicht nur ihn, dass mehr miteinander gesprochen wird. Ja. Ich habe das Gefühl, dass sie sich untereinander mehr unterhalten, dass der eine dem anderen hilft. Bei Digma ist einfach so, da sind die Möglichkeiten, finde ich, auch begrenzt. Ja. Mehr miteinander oder untereinander sprechen. Du hast unter dem großen Ernst Hubbel trainiert. Hat der da irgendwie als Trainer Einfluss genommen? Weil Bruno Labbadia versucht gerade in diese Richtung viel seine Mannschaft hinein zu pressen, dass das da mehr passiert untereinander. Was hat Hubbel gemacht? Hat der überhaupt was gemacht? Nein, Hubbel hat das genaue Gegenteil von Bolivia. Nur mal vergessen, damals, wie viele gestandene Spieler hatten wir. Ne? Ich stand mit Dietmar Jagers auf dem Platz, Uli Stein, Felix Magath, Wolfgang Rolfer da, Thomas van Heesen.
da sind so viele Leute, die so viel Erfahrung haben, die wussten genau, wie der Fußball funktioniert. Wir konnten von den erfahrenen Leuten profitieren. Da war es für einen jungen Spieler wesentlich einfacher, in die Mannschaft zu kommen, weil du hattest feste Größen, du wusstest genau, die bringen ihre Leistung und du bist viel weniger Spiele 10 gekommen als jetzt, wo du eben wirklich entwickeln musst. Und wir hatten ja auch Führungsspieler damals, wo sie beim HSV oder ja? Sparge versucht jetzt in die Rolle vielleicht reinzuschlüpfen, aber in den letzten Jahren haben wir gesehen, wer war dein Führungsspieler? Wer hat dann mal versucht, dann da wirklich aufzupushen als Mentor auf dem Platz, aber auch dann in einer Art und Weise, wie er spielte. Und die Leute fahren ja auch nicht vom Baum. Und wenn du dann mit so vielen erfahrenen, guten Spielern zusammenspielst, dann macht das natürlich alles wesentlich leichter. Und da musst ich du als glaub, Trainer das war auch nicht, eine andere Klasse. Da musst du, wollte ich gerade sagen. Ja, aber Delev, wenn du solche Spieler hast und, also, ja. Stars, sage ich mal, ja. richtige Stars, ja. wie Tobias ja. sie eben aufgezählt hat. So einen hatte der HSV in den vergangenen Jahren ja auch, ein Weltstar namens Van der Vaart, nur von dem ist nichts gekommen. Es ist immer eine Sache der Mannschaft, glaube ich, ja. oder der Hierarchie, natürlich. Dass solche Spieler, solche gestandenen Leute, die Jungen an die Hand nehmen und führen. Und das Verhältnis damals war eben so, dass viele gestandene Spieler viele mehr in dieser Mannschaft waren, als junge Leute zukamen. Und deswegen funktionierte das auch so, ne? Ja, früher hattest du eine starke Mannschaft und einen starken Trainer, weil der Trainer war ja nun völlig außerhalb jeder Zweifel. Ne? Also der durfte ja gar nicht angegangen werden. Also ich glaube, es hätte er gar nicht zugelassen. Und jetzt hast du es tatsächlich so, finde ich, zumindest mal das Gefühl, dass du einen relativ starken Trainer hast, zumindest was jetzt die Wirkung auf die Mannschaft betrifft. Und die Mannschaft ist qualitativ jetzt von den Fußballern her, finde ich, nicht besser als letztes Jahr. Ist sie nicht. Also durch wen? Durch Ekdal? Okay, der macht es ordentlich, aber ist nicht viel besser. Gregoric ist, haben wir gesagt, ist noch nicht da, wo er hin soll. Also Shiplock, okay, der macht ein bisschen mehr Dampf vorne als der Socker, das stimmt schon, aber ansonsten ist es wirklich nur das Kollektiv und nur die Stimmung, die Labbadia hier wirklich reingebracht hat und die das Ganze ein bisschen gefestigter wirken lässt, zumindest jetzt. Ja. Und darauf setzt man. Wie beurteilst du heute Luis Holtby, den ich besser gesehen habe als in den beiden ersten vorangegangenen Spielen, was keine Kunst ist, aber würdest du auch an ihm festhalten wollen? Naja gut, jetzt wo er getroffen hat und kannst ihn ja kaum rausnehmen, kannst ihn ja nicht immer spielen lassen. Und vor dann dem ihn raus, Spiel hätte ich... Vor dem Spiel, gut, er stand zur Disposition, finde ich schon. Also es gibt Möglichkeiten, da auch mit anderen Spielern zu spielen. Viele verstehen nicht, warum Stieber nicht mal eine Chance bekommt und immer wieder Holtby da spielt, aber Holtby ist halt etwas robuster noch und etwas laufstärker sogar noch als ein Stieber oder andere. Und darauf hat er lange Zeit gesetzt. So, Holtby spielt ja auch nicht.